Herzlich willkommen zurück im Wald. Wir sind mal wieder ein bisschen abgestürzt mit unserem wunderbaren, schönen Flugzeug hier bei Let's Multiplay. Heute zu Gast ist der Zimbai. Ja, hallo. Jo, und du hältst die Finger irgendwie gerade ganz komisch. Ich glaube, du wolltest gerade einen Vogel fangen. Ja, das hat auch bei mir funktioniert. Sehr gut, da hätte ich mit Axt draufhauen können eigentlich schon mal. Naja, nee, wir wollen mal ein bisschen gucken, weil The Forest alleine ist ja zwar lustig, aber... Da ist schon direkt eine Rede rechts. Was? Rechts ein Reh? Da am Busch, siehst du das nicht? Hä? Ach da, ja. Stimmt. Und da ist noch eins. Aber ich glaube, wir können es nicht essen, ne? Wenn wir Lagerfeuer haben, schon. Ah, wir müssen es gleich mal töten. So, der erste Vogel ist schon hinüber. Das war aber auch Notschlachtung und so noch. Der. Mann, sind diese Viecher schnell. Ja, die Rehe, musst du warten, bis sie anhalten. Das ist manchmal hab's erwischt. Sehr perfekt. Gut. Ja, wollen wir mal gucken, dass wir die erste Nacht hier heil überleben. Also ich habe jetzt dreimal Fleisch rausbekommen und ein bisschen Fell. Wie hast du es denn zerlegt überhaupt? Also einfach hinterherlaufen und dann mit Axt draufhauen. Achso, okay. Nee, und dann auseinandergenommen, meine ich? Ja, einfach mit E halt. So also kannst du es einfach einsammeln. Okay, witzig. Hätte ich letztes Mal irgendwie anscheinend nicht richtig hinbekommen. Kannst du mal bitte kurz mal gucken, ob die Koffer, die hier offen sind, ne? Kannst du was rausnehmen? Aus denen hier? Aus dem hier zum Beispiel? Hier? Ja, ja, okay, dann wird das wahrscheinlich so aufgeteilt. Ja, okay, dann ist der Loot. Der Loot für alle da. Das ist gut. Ich dachte, wenn ich den Koffer leer räume, dann hast du den nicht. Aber ich finde, das Problem ist ja auch immer, du kannst ja die Sachen, die du im Inventar hast, kannst ja nicht teilen aktuell. Mhm, also rauswerfen oder so, ne? Genau. Irgendwie. Ist auch geil, dass das Geld, also die Geldscheine neuerdings hier im Koffer liegen. So ja, wer reist denn heutzutage mit Geld? Vor allem die Koffer haben meistens den gleichen Inhalt. Ja, richtig. Die sind auch alle gleich vom gleichen Hersteller anscheinend. Alle die gleiche Form. Nur ein bisschen andere Farben zwischendurch mal. Nee, aber ich packe mein Bargeld auch immer in den Koffer rein. Also, ja, sicherste natürlich. Methode. Ne? Im Portemonnaie. So. Yeah. Gleich zwei geöffnet. Sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie die Verbindung jetzt ist. Also noch ist alles relativ flüssig. Okay, sehr gut. Na, warten wir ab, bis wir mal 30 Bäume gefällt haben, dann wird es wahrscheinlich eine Katastrophe sein. So, noch ein paar Steine. Müssen wir erstmal gucken, wo wir überhaupt sind hier. Oh, ein Häschen. Hast du schon mal den Beutel gecraftet? Für die Bären? Nee. Brauchst du zwei Hasenfelle und dann die craftest du übereinander und dann hast du so ein Fell. Ach so, okay. Also nicht so ein Fell, sondern so ein Beutel. Ja, diesen Beutel genau für die Bären. Da kannst du dann die Bären reinsammeln. Das ist eigentlich ganz lustig. Hast du die Elektronikteile hier mitgenommen vom Flugzeug? Ne, die habe ich jetzt vergessen. Ah. Weißt du auch, was man daraus machen kann? Ich nehme mich schon. Eine Bombe, ne? Genau, und wenn du in dieser Höhle von den Eingeborenen bist, da kannst du so Handuhren finden, da kannst du deine Zeitbomben draus bauen. Ja, die Handuhren liegen hier manchmal auch im Handgepäck. Also, hier in den Koffer. Ah, ich habe sogar schon eine. Ah, sehr gut. Können wir ja eine Bombe basteln. Dann gucken wir, wo wir am besten hinlaufen. Warte mal. Das sieht da hinten. Können wir, ich glaube, da hinten ist der Strand. Würde ich jetzt mal spontan behaupten. Gehen wir da erstmal hin. Ich gucke mal. Ach, Mist, der ist schon hier nicht getroffen. Scheiße. Na, hier sind mehr Klippen. Klippen? Ja, aber das ist schon mal ganz gut. Dann könnte ich mal gucken, wo das. Wo die Yacht ist. Also da unten ist ein Boot. Ja, da sind Seile drin. Können wir versuchen, ob wir irgendwie runterkommen hier? Warte mal. Ne, ich kenne die Stelle, ich weiß, wo man runterkommt. Achso, dann laufe ich dir mal hinterher. Ich habe ja mal selbst was hingebaut. Ah, okay. Aber halt nur kurz. So, ja, ne, es ging hier rum. Und zack. Es gibt jetzt noch so ein anderes Spiel. Wie heißt es nochmal? Deep Stranded heißt es, glaube ich. Ja, habe ich mir auch angeguckt. Das ist irgendwie The Forest ohne Zombies oder beziehungsweise ohne Kannibalen. No. Ja, da lag ein Seil drin. Ein Seil? Alter, was können wir uns einen Bogen bauen? Ja, richtig. Also ich hab das Seil auch nochmal. Und ich hab auch schon... So, hab mir direkt einen Bogen gemacht. Ja, ich mach auch mal einen, warte mal. Tada. Warte, ich guck mal, ich bin da noch im Inventar. Aber ich hab noch nicht genug Federn. Ah! Wieso hast du denn schon Pfeil? Ich hab keinen Pfeil. Ich kann den einfach aufziehen. Achso, ja, bei mir ist die Animation des Bogens mit dem Pfeil. Achso. Oh Mann, ey, herrlich, ey. So, dann gucken wir. Oh, hier sind. Okay, hier sind. Bei mir sitzen hier fünf Vögel rum.
Bei mir ist ja kein einziger. Ja, das Witzige ist auch, die droppen jede Menge Federn. Hier sind noch mehr Federn. So. Warte mal, jetzt landen die alle gerade wieder. Sehr schön. Tod und Verderben den Vögeln. Die haben ja auch keine natürlichen Feinde hier. Dementsprechend oh ja, können wir die alle kaputt holzen hier. Also wir sind der natürliche Feind jetzt neuerdings. So. Oh, daneben gehauen. Mist. Sieht bestimmt witzig aus, wenn ich irgendwie ins Nichts haue, ne? Ja, das sieht schon seltsam aus. So, ich habe 11 Federn. Das heißt, ich kann jetzt... Oder wie viel brauchen wir denn nochmal? So. Brauchen wir dafür nicht noch Steine? Nee. Brauchen wir dafür Steine? Nein. Ja, ist für einen normalen Pfeil. Nee, ich konnte jetzt hier... Warte mal. Wenn ich den Stein wegnehme... Nee, du brauchst dafür 5 Federn und... Hä? Warte mal. Was habe ich jetzt gerade falsch gemacht? Sekunde. So, ein Stock. Ein Stock und 5 Federn. Reicht. Ach so. Oh, ich krieg jetzt aus dem Crafting-Menü gerade nicht mehr raus. So. Jetzt habe ich 10 Pfeile. Kann ich aber wahrscheinlich nicht droppen. Vermutlich. Warte. Na. Schade. Dann werde ich mir noch ein paar Federn holen. Ja, Vögel sollten hier eigentlich hoffentlich genug sein. Achso, du hackst auch gerade auf Vögel ein, ne? Ja. Du schlägst bei mir auch ins Nichts. Au. Ist eigentlich Team-Damage an, nee, ne? Doch. Oh, du kannst mich getroffen? Ja, aber macht nichts. Ist, oh. Ich habe nur ungefähr ein Achtel verloren. Oder ein Sechstel. Jetzt habe ich den toten Vogel im Inventar rumliegen. Hä, hey, du kannst... Wieso liegen denn bei dir tote Vögel im Inventar? Nee, weil ich ihn hier getötet habe und jetzt hier mein Inventar aufmache. Okay, auch nicht verkehrt. Ja, manchmal ist das Spiel... Warte mal, wir gucken, ob ich den Vogel mit dem Pfeil treffen kann. Nee, das funktioniert anscheinend nicht. Jetzt habe ich auch ein paar Pfeile. Gut. Sehr gut. Weil das Gute ist, du musst die Vögel nicht mehr töten, wenn du sie aufschreckst... Verlieren die meistens auch eine Feder. No. Die Vögel sind ja echt in Hülle und Fülle hier vorhanden. Oh, das ist ja aber ein Regenbogen. Wo? Was? Über den Bäumen. Oh, Tatsache. Das ist aber auch neu. Noch nie zuvor einen Regenbogen gesehen hier in dem Spiel. Das heißt ja, der Topf voll Gold ist in der Sonne drin. Stimmt. Oder, warte mal, jetzt ist er wieder weg. Auf der anderen Seite halt. Was denn, wenn ich ins Wasser gehe? Warte mal. Das ist halt vielleicht mit der Wasserspiegelung, aber... Oder weil es gerade eigentlich regnen sollte, vielleicht. Vielleicht regnet es ja nicht. Kam. Das wäre ja wieder mal fantastisch, wenn wir gleich in der ersten Nacht irgendwie Regen. Wir sollten aber jetzt mal langsam uns irgendwas suchen, würde ich vorschlagen. Ja, wo bist du überhaupt hingelaufen gerade? Ach, da hinten. Hier hinter dir. Okay. Übrigens, wenn du sprintest und damit A oder D lenkst, dann bist du ein bisschen schneller. Echt? Okay. Ja, deshalb kannst du auch mit dem Räder mit Easy hinterher rennen. Ah. Das ist praktisch. Keine Ahnung warum. Aber ja, seitwärts gehen, also seitwärts laufen kennt man doch. Ist doch die Realität sehr gut angepasst. Wobei, ich kann das Reh, brauche ich ja gar nicht mehr hinterherlaufen. Kann ja einfach mit dem Bogen hier erlegen, wenn ich es denn wieder finde. Also wir erwarten, bis es still steht, bevor wir die Pfeile benutzen. Ja. Ja, definitiv. Aber ich sehe es gerade auch nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ich habe es verscheucht. Ne, es gibt hier, es gibt hier in der Nähe ein... Irgendwo gibt es hier ein eingeborenes Dorf in der Nähe von den... Da ist schon ein Nähe, es ist ein Kannibale. Warte. Ich hab daneben geschossen. Ich hab über das stehende Reh rüber geschossen, super. So, wir werden übrigens beobachtet von hinten. Echt? Mist. Oh, jetzt... Ah, er hat mich schon getroffen. Hä? Ach, da ist er. Daneben geschossen, Mist. Ah, hier sind Bären. Schon mal ein paar essen hier. Boah, ich sehe noch total schlecht hier. Ist es dumm? Warte mal, ja, ich muss mir die Axt eben auswählen. Ist er tot? Ist er tot? Jetzt ist er tot, ja. Wo ist er denn? Ach, da am Boden. Und die Zähne einsammeln, nicht vergessen. Ja, da kann man die Äxte mit stärker machen, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, genau, zeichnet er mir eben, warte mal. Also brauchen wir Baumharz, brauchen wir dafür, ne? Ja, also mit Zähnen machst du die stärker und mit Federn machst du die schneller. Die Axt machst du mit Federn schneller? Ja. Das krass, geht auch. Krass.
Aber ich habe jetzt schon wieder den witzigsten Bug aller Zeiten. Ich kann meine Axt nicht mehr schwingen. Hast du keine Ausdauer mehr, oder wie? Nee, die Maustasten funktionieren jetzt nicht mehr. Warte mal. Achso, das ist ja natürlich auch toll. Ja, ich gucke jetzt gerade mal, ob ich den Bogen noch benutzen kann. Warte mal. Der scheint zu gehen, ja. Ich krieg Baumharz, kriegt man nur von den großen Bäumen, oder nicht? Ja, ja. So, warte mal. Dann versuche ich mal eben ganz kurz mit den Federn. Achso, nee, das geht auch nicht, weil ich Baum. Ey, das Dorf ist übrigens hinter uns. Was? Das Dorf? Nee, aber das meine ich nicht. Siehst du das? Ja, es gibt ja ein riesiges und halt ein paar kleinere. Genau, und eines von diesen kleineren, also irgendwo. Ach, hier ist die Hütte. Genau, die Hütte meine ich hier. Hier. Achso, hab ich gar nicht gesehen. Ich hab's bei so einem anderen YouTuber gesehen, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen möchte, der aber mit G anfängt. Nein, großartiger YouTuber auf jeden Fall. Bei dem habe ich das gesehen, der hat mich hier in der Hütte. Dann hat er da eine Tür reingebaut, hier dann ein Lager, glaube ich, auch gesehen. Genau, hier. Oh, guck mal, da hinten sind. Warte mal. Ich muss mal eben ganz kurz auf. Ja, das wäre doch ein perfekter Ort für eine Behausung. Ja, genau, für die Anfangspause. Hier sind gerade Waschbären lang gelaufen. Mist, und da ist noch ein Häschen. Warte mal. Ich frage mich, warum ich mein. Wo ist das Häschen jetzt hin? Das kennst du bestimmt nicht mehr, als die Tiere den Talerwald verließen, oder? Kennst du nicht, ne? Ne. Ja, war vor deiner Zeit. So was habe ich als Kind gesehen. Nee, das ist eine Serie über. Also eine Zeichentrickserie. Und da sind dann Tiere, die halt dann den Wald verlassen müssen, weil er halt irgendwie brennt und gefahren und hast nicht gesehen und. Hat mich gerade so ein bisschen die Szene daran erinnert hier, weil da saßen zwei Waschbären und ein Hase und ein Bambi und ja, waren alle lustig drauf. Naja, aber ich kann ja mal eben, warte mal ganz kurz, ich meine, wieso kann ich meine Axt jetzt nicht benutzen? Jetzt geht's wieder, sehr schön. Ist es eigentlich auch hell bei dir, wenn ich mein Feuerzeug anmache? Ja. Ja, warte mal, ich kann meins auch mal anmachen. Ah, cool. Man könnte doch hier an den Baum sogar ein Baumhaus bauen, oder nicht? Stimmt, könnten wir auch machen. Warte mal, hast du die Seile eingesammelt, ja, ne? Oh. Hinter dir ist übrigens ein freundlicher Geselle. Wo? Ach da. Am Baum. Ja, der läuft noch nicht weg. So. Sehr schön. Nochmal zerhacken. Au. Ja, aber anscheinend funktioniert das Safe-Game, was ich jetzt hier hatte, was ich eigentlich mit dir weitermachen wollte, funktioniert hier anscheinend nicht. Weil ich hatte nämlich genau in dieser Hütte hatte ich nämlich hier schon Sachen gebaut. Aber, naja, mal gucken. Warte mal, wie sieht denn der Baum überhaupt aus? Ja, den Baum können wir erstmal so lassen. Dann machen wir nur eine Behausung für. Die Frage, warte mal, ich frage mich jetzt gerade, wie wir das Baum. Oh, diese Bäume sind so riesig. Ja, ich frage mich, wie wir das Baumhaus nachher reinkommen jetzt. Wie ist es überhaupt optisch? Oh, guck mal, ich stehe auf der Hütte drauf. Sehr schön, warte mal. Ja, man kann da klettern. Ja, warte. Du kannst auch Bäume ganz hochklettern. Echt? Ich glaube, irgendwann ist der Baum einfach weg, also dann fällst du durch. Aber du kannst bis zu einer gewissen Höhe kannst du hochklettern und da auch stehen bleiben. Aber hochglitschen, oder? Nee, also ja, also in den Update-News stand, dass man wirklich klettern soll. Okay. Also wenn wir das Baumhaus. Versuchst du mal dem hier? Ja. Ich versuche das Haus mal jetzt hier irgendwie, das Baumhaus. Zack! Zu platzieren. Oh. Jetzt kann ich hier stehen bleiben. Warte. Oh, ich bin schon wieder. Ich habe fast die Beine gebrochen. Wo bist du denn jetzt? Wie bist du denn da hochgekommen? Mit welcher Taste? Ja, einfach Leertaste spammen. Ah. Ach, was ist ja witzig. Wenn man runterfällt, kann das wehtun. Ja. Wahrscheinlich bin ich auch gleich tot dann. Ach so. Ja, okay, keine schlechte Sache. Siehst du das Baumhaus hier zufällig? Ja, ich sehe jetzt auch dieses. Die Struktur. Die Planung. Ja. Genau. Okay, ja, dann. Wollen wir das Baumhaus jetzt schon bauen? Ja, ne? Können wir eigentlich mal machen, ne? Ja. Ja, dann fangen wir schon mal an. Hätten wir Schutz und so. Richtig. Geht's eigentlich schneller, wenn wir zusammen einen Baum fällen? Wir können es mal versuchen. Warte mal. Ich bin noch im Weg. Ich habe irgendwie keine Ausdauer. Warte, ich trinke mal kurz einen Energiedrink. Ja, das ist eine gute. Ich habe hier so ein. Das Witzige ist auch, im Multiplayer, die blauen Beeren sind bei dir meistens rot. Und wenn sie bei dir blau sind, sind sie bei mir meistens rot. Also eigentlich immer umgekehrt.
So, der Baum fällt. Also ich fand das Wort schneller. Okay, beim nächsten Mal versuchen. Ja. Ja, ist definitiv schneller. Warte. Ich habe zwischendurch noch einen Vogel getötet, während ich, während ich an dem Baumstamm rumgehackt habe. Ja, das geht schneller. Definitiv. Oh ja. Das ist ziemlich effektiv. Ja. Aber die fallen natürlich beide genau in der gegensätzte Richtung. Ja. Es wird schon dunkel, wie ich sehe. Ja, deswegen sollten wir gucken, dass wir so schnell wie möglich das Baumhaus hinkriegen. Das sollten wir eigentlich, wenn wir es zu zweit machen, jetzt eigentlich relativ schnell schaffen. Ja, das hoffe ich mal. Sind wir die erste Nacht auf jeden Fall safe. So, warte mal. Sind hier noch irgendwo da? Ist noch ein Stamm? Haben wir nur 5 Stämme rausbekommen? Nee. Dann noch, ach, hinten liegen noch welche, oder? Hier vorne liegen noch ein paar. Also einer. Warte. Hast du den mitgenommen, ja, ne? Na, also wir haben jetzt 9 Stämme drin. Okay. Da müsste eigentlich noch einer rumliegen. Wir gucken gleich mal, den finden wir bestimmt auch gleich noch. Und dann werde ich gleich jetzt noch meine Axt nochmal mit Federn ausschmücken. Damit wir ein bisschen schneller hacken können. Also wenn man da zu viele Zähne reinmacht, dann ist es total sinnlos. Weil du kannst dann nur einmal schlagen und musst dann so ein paar Sekunden warten, bevor du es nochmal schlagen kannst. Ja, das hätte ich auch schon mal. Ich hätte irgendwie mal 20 Zähne oder so dran gebastelt. Oder 25. Oh. Warte. Also eigentlich fällt er immer genau in die Richtung. Hast du was hier? Oh, Entschuldigung. Oh. Der fällt eigentlich oder soll in die Richtung fallen, die du schaust. Das funktioniert ja perfekt. Mit die in die Richtung schauen, meinst du? Na, dass er dann genau dahin fällt. Ja. Also bei Mr. G, ich denke jetzt einfach mal Mr. G, hat es nicht immer funktioniert. Ich werde jetzt einfach mal ein Lagerfeuer in das Häuschen reinbauen. Ja, genau. Ich habe meine Axt schon mal ein bisschen mit 2 Federn ausgeschmückt. Soll ich das hier hinstellen oder woanders hin? Warte. Ja, pack ruhig da hin, das passt. Okay. Ich habe auch noch ein paar Steine hätte ich auch noch gehabt. So. Ich kann es auch irgendwie nicht anzünden. Nee. Warte mal. Jetzt hat an. Entweder du hast es, glaube ich, jetzt angemacht, ne? Ja. Keine Ahnung, ich habe die ganze E gedrückt, hat nichts gebracht. Jetzt ist es natürlich schon wieder total dunkel. Ja, wir haben ein bisschen schlechte Karten jetzt gerade. Ah, ich versuche mal den Baum hier zu fällen. Ja, achso, den kann ich gar nicht fällen, okay. Oh, guck mal, ein Waschbär. Mist. Oh, hier rennen wieder ein paar Eingeborene rum. Ich kann sie sehen. Ja, aber gegen Feuer, also die mögen eigentlich kein Feuer. Ich baue die Sachen hier einfach hin, damit wir hier so ein bisschen Umgebungslicht haben. Oh, jetzt ja. Kriegt einer in unserem Haus. Was? Das war The Forest, diesmal nicht ganz alleine im Wald, sondern mit dem Zimbai. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es sehr gerne hier, Daumen nach oben, da freuen wir uns immer sehr drüber. Einen kleinen Kommentar da unten rein, wenn ihr Fragen habt oder generell Anmerkungen habt zu dem Video und wer bei uns im Dorf denn rumgestöbert hat und was derjenige denn da wollte. Das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, sagt Florian von Let's Multiplay.